Nein, es ist passiert. Ihr habt es eben gesehen auf der Waage. Es ist jetzt Sonntagmorgen, der, ich glaube, 9., 5. Und ich bin wieder unter 80 gekommen. Wollte ich eigentlich bei diesem Cut nicht machen. Ich habe jetzt eigentlich aber auch nichts mehr geändert an den Calories und an meinen Makros. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen schockiert, dass es doch jetzt noch so eklatant runtergegangen ist. Hatte jetzt viel zu tun die Woche, doch viel rumgelaufen, viel auch im Kopf gehabt. Das sind immer Faktoren, die da so mit reinspielen können. Ja, glücklich bin ich trotzdem nicht darüber, auch natürlich, wenn man im Cut Gewicht verlieren will. Aber ich habe ja im letzten Video gesagt, dass ich nicht so richtig weiß, ob ich jetzt den Cut noch weiterführen soll. Und eigentlich habe ich jetzt für mich entschieden, oder das ist jetzt für mich der klare Punkt, wo ich sage, ich bleib erstmal bei dem Gewicht. Was ist das? Euro bei Netto, bei Otto. Hast du wieder was bestellt oder Ich bestelle nie was, ich was? gebe Nee. nie Geld aus, ich bin Julia ganz gibt. sparsame Maus. Ist eine Maus, eine sparsame Maus. Julia gibt nie Geld aus und schon gar nicht meins. Kein Cent. Ja. Wenn das so schön wär's, ne? So, Kinders, wir sind wieder. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich brauche endlich eine neue Kamera. FedEx. I clearly don't lift, but let me tell you what supplements to take. Ja, und der andere Mensch, das ist doch Fitfood in der Kieler Straße, oder? Ja, also dem würde ich definitiv mehr vertrauen. Dem Mann dort unten. Oder da oben? Ich würde keinem vertrauen. Trust yourself. So, jetzt musst du hier ganz kurz schneiden, weil Julia sich sowas von daneben genommen hat in ihrer Wortwahl. Ja. Ich will es nicht wiederholen, sonst muss ich sie wieder rausschneiden. So, jetzt ist Beintag hier. Beintraining für beide. Was machst du heute? Squats. Ich mach Front Squats. Ja, der Frau geht's zu gut. Ich brauche mal wieder ein bisschen Liebe. Slap, ups. So, jetzt wird trainiert. Wir sind ein bisschen gaga. Wir haben keinen Booster genommen oder so. Oder? Du hast wieder die ganzen Schüsseln leer gesoffen. Die Schüssel. Ich habe eine ganze Schüssel Booster getrunken. Mit Cerealien. So, ich glaube, das nimmt ihr jetzt. Das wird nicht besser. Tschüssi. Thank you.
Moderator. Anwesend. Sag doch mal AF. Was? AF. AM? AF. AF. Was heißt das? Nicht An- sagen. Nicht A- sagen. Fickele, fackele. Du wirst ja immer dünner, Mann. Ich habe das alles auf Kamera. Sehr gut. Belly Dancer. Der Belly Dancer. Team Fitness Elevator. Boah. Hast du was Flexen genommen, beim Leg Day. Flexen beim Leg Day? Der Tapir. Bitte Haltung annehmen. Mit Bandagen, weil ich alt werde. Ich alt werde. Weil er ist zu heavy. Ja, mal alles weh, zu heavy. Hey? Volle Construction. Ich mache jetzt auf Lex Griffin. Oh yeah. Der ist geil. Eine Woche Construction, eine Woche Volume, für die Power und eine Woche Low. Ja. Und dann alles different. Das geht für mich. Cool an. Was meinst du mit Contraction? Mein Muscle wirklich gar nicht so schwere Gewichte, sondern schön langsam bildet die Muskulatur rein. Das hört sich gut an. Nach Spaß hört sich das an. Ja. Das andere ist neuer Reiz. Muttertag. Heute ist auch der Tag der Mütter. Sonntag, der 10. Und wir treffen uns oder sind gleich bei meiner Mutter und meiner Großmutter eingeladen. Und da ich immer so chaosmäßig unterwegs bin, muss ich jetzt noch schnell was für die Mama besorgen. Hatte das zwar schon eingeplant die Woche, aber immer vergessen zu kaufen. Deswegen sind wir jetzt hier bei Meridian Spa. Da arbeite ich ja auch. Hätte den Gutschein natürlich schon wieder lange haben können. Aber natürlich immer auf letzte Minute. Dann gibt es einen schönen Gutschein, damit sie sich hier mal eine Massage gönnen kann. Es gibt hier nämlich das Amayana, nennt sich das. Da kann man so schön Ayurveda-Massagen, sowas macht sie gerne. Also gönnt euren Mamas mal was zum Muttertag. Die haben jahrelang viel ertragen müssen mit uns. Ja. Und seid froh über die Zeit, die ihr mit euren Lieben verbringen könnt. Oma, Opa, Mama und so weiter. So, Gutschein ist da. Sehe ich schon. Und jetzt geht's das leckeres Essen. Ja! Freunde! Ich weiß gar nicht, was ihr vorher gesehen habt. Muttertag. Muttertag. Mama hat einen Gutschein gekriegt für Massage. Meine Mama hat eine Pflanze bekommen. Eine Pflanze. Und Mama Tapia hat eine Pflanze, hast du verschenkt? Wir haben eine Pflanze verschenkt und waren mit meiner Mama auf dem Hafengeburtstag. Geil. Einmal rumgegangen? Und bei Portugiesen waren wir essen. Sehr geil. Ja? Ein italienisches Steak. Heute brauche ich kein Kreativ mehr. Alles voll? Alles voll, ja. Obwohl ich habe noch Hunger jetzt gerade. Ja. Das Vorkochen für morgen, Abendessen und dann bin ich ready. Der Mann, der bereitet das alles vor. Der hat einen Plan. Wie er die Gains saven kann. Du wirst alt. Ich werde alt, ich mache gleich noch so ein bisschen Essen machen und morgen früh wieder was. Ja, ich muss morgen um 5 hoch, glaube ich. Muss ich hoch und dann bin ich um, ich glaube, 21 Uhr zu Hause. Wieder einmal durchs Land? Das ist top secret, ich erzähle lieber nicht, was ich mache. Das dürfen wir nicht erzählen. Ja. Ihr werdet es vielleicht irgendwann kriegt ihr vielleicht raus. Aber einfach dranbleiben. Einfach oder auch nicht. So, also wir klauen einfach die Sprüche. Wir klauen jetzt alles. Wir haben uns gerade besprochen, wie Team Fitness Elevator jetzt seinen Channel aufbaut und wie ihr mehr Qualität kriegt für euer Gucken. Ja, ihr könnt gespannt sein. Es folgt jetzt viel mehr Content. Ich habe ja, glaube ich, im letzten Video gesagt. Das ist vor 3 Monaten. Der Tapia muss mal an die Videoschnittprogramme ran. Ja, jetzt komme ich an den Videoschnitt, ich habe die heftigste Kamera der Welt und dann sollte das auch laufen jetzt.
Hauptsache Equipment für 800 Euro, aber keine Ahnung. Aber noch kein Video rausgehauen. Nein. Doch, klar. Das Motivationsvideo, das ich da gemacht habe. Ich habe gesehen, man kann ja gucken. Ihr habt es alle geguckt, aber nur 3,5 Minuten. Echt? Ja, du kannst bei Analytics genau sehen, wann die meisten rausgeklickt haben. Das kann man echt nutzen. Das heißt, wir machen nochmal irgendwann ein Video und dann wird es nochmal kürzer. Das war Test, das war testweise. Ob ihr wirklich zuguckt. Das sind meine Amateur-Skills gewesen. Jetzt ist Profi-Style. Nee, ihr fandet jetzt alle geil, aber ich habe auch schon einige getroffen. Es war halt zu lang. Und die fanden dann halt die Musik darauf zu modern. Ja, die war zu monoton. Aber das wird noch jeder mal fängt klein an. Jetzt geht's weiter. Ich fahre jetzt nach Hause und dann gucke ich mal, ob ich euch noch einschalte. Oder ob ich jetzt mal ausmache und auch mal gut sein lasse mit diesem ganzen Social Media Leben.